Hallo, liebe Leute. Heute eine weitere Folge der selbstgebastelten Survival Kits. Lasst euch von der Aufschrift hier nicht in die Irre führen. Ich hatte das im letzten Video erwähnt. Eigentlich sollte die Dose als kleine Apotheke zu dem normalen Survival Dosenkit dazukommen. Leider hatte ich mich bei den Maßen etwas vertan. Die ist also 6x4x2. Da kriege ich nicht viel rein. Pillen gehen rein und so. Jo, das war's. Also ich werde noch was finden. Wichtig für mich war, dass es diese Dose in verschiedenen Designs gibt. Einmal hier dieses First Aid. Da gibt es auch noch ein Magnet und Blechschild und lauter so ein Kram. First Aid hat mir gut gefallen. Dann gibt es das als Gewürzdose, also mit einem uralten Maggi-Design. Das ist klasse, denn die kleinen Fleisch- oder Gemüsebrühwürfel passen da rein und kleine selbstgefüllte Röhrchen mit Gewürz oder auch die kleinen Gewürzpäckchen aus den China-Nudeln, die gehen gut rein. Ja, wenn wir mal sehen, was noch reinpasst. Dann gibt es den mit einem Fischmuster drauf, also mit einem Anglermotiv. Da würde ich mir dann ein etwas größeren Angelkit reinmachen und ein Repair-Design. Also so ein altes Garagenwerkstattdesign. Da werde ich dann schauen, dass ich da nochmal Draht, Haken, Nägel, lauter so ein Krempel da reintun. Bei 6 cm, 5,5 cm Nägel, das geht eigentlich schon ganz gut. Ja, ich glaube, das war erstmal alles, was an Muster interessant war. Jo, dann fangen wir mal an. Also das hier ist der kleine, wie gesagt, 6x4x2. Das hat hier noch ganz gut reingepasst. Habe ich noch ein Tütchen Salz. Normales Speisesalz. Könnte auch alles andere Mögliche rein. Feuchttücher und sowas hatte ich leider nicht in dieser Größe, dass es da noch gut reinpasst. Hier haben wir Nylonschnur. Kannst du als Angelschnur nutzen oder zum Nähen. Whatever. Oder als Wäscheleine. Keine Ahnung, was ihr damit vorhabt. Ist 10 Kilo reißfest. Dafür relativ dick. Also ich habe noch eine kleinere, dünnere Schnur. Die hat 2,5 Kilo reißfeste, würde für so kleinere Fischchen vielleicht reichen. Die hatte ich gerade in rauen Mengen vorrätig, habe ich mal die genommen. Das müssten, glaube ich, um die 3 Meter sein. So, dann der dünne Draht. Die Kirren habe ich mir jetzt auch nochmal besorgt, aber der dünne, den habe ich versucht mal anzuwenden. Also natürlich nicht am lebenden Tier, sondern anderweitig ausprobiert und auch der dünne Draht hält extrem gut. Das hier sind noch mal etwas über 2 Meter. Passt gut hier rein. Dann haben wir, ja, ich weiß, das blendet schon wieder, sorry. Mittelgroßen Angelhaken mit Vorfach. Haben wir so 40 cm Vorfach ungefähr. Drei kleinere Angelbleie, zwei längliche, einen schmalen. Und zwar ist das die Originaltüte. Die gibt es ja immer in so kleinen Heftchen hier. Ich habe die Originaltüte genommen, in der Hälfte durchgeschnitten, unten zugeklebt, zusammengefaltet und nochmal zugeklebt. So ist das Ding schön stabil verpackt. Ein Kienspan-Hölzchen, ja, leistet mir immer gute Dienste, habe ich von Benjamin. Tue ich mir die kleinen Reste hier so ein bisschen aufbrauchen. Ich wollte einen Mini-Fire-Steel reintun. Beziehungsweise zusätzlich noch reintun. Leider sind die noch in der Post. Da war ich ein bisschen knapp. Dann haben wir hier 1, 2, ja, 2 Sicherheitsnadeln, verschiedene Größe. Auch Multikulti anwendbar. Größere Stopfnadel mit Stopf. Garn. 1 Meter, die andere kleine Nähnadel. Ich weiß nicht, ob das erkennbar ist. Eher nicht, leider. Das ist so eine Wundernadel, nennt sich die. Da könnt ihr einfach den Faden oben durchstecken. Müsst ihr nicht lange durchfuddeln. Interessant, wenn es kalt und feucht ist. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, einfach an oben einziehen, gut ist. Hier haben wir noch einen etwas kleineren Angelhaken mit vier kleineren und größeren Gewichten nochmal dazu. Dann hier diese nachtleuchtenden Kompasse, die ich mir das letzte Mal bestellt habe.
ja, funktionieren eigentlich auch gut, sind flüssigkeitsgelagert. Ich bei demselben Händler geordert, wo ich die anderen Knopfkompasse her habe. Was ich nicht gelesen habe, ist, dass der nur 1,5 cm im Durchmesser hat. Funktionieren tut er trotzdem. In die Dose passt er natürlich auch riesengeil rein. Ne? Vier Wasserentkeimungstabletten. Die sind, sag ich mal, just for fun drin, weil ich ein Problem mit dem Chlor habe. Also Chlorwasser generell auch im Schwimmbad löst bei mir eher unattraktive Reaktionen aus. Da werde ich mal sehen, ob ich das gegebenenfalls ändere. Hat halt gepasst. Ich habe von denen noch irgendwie eine ganze Schachtel voller liegen. So, einen kleinen Leuchtstab. Das sind auch die aus dem Angelbedarf, die ich das letzte Mal schon mal vorgestellt habe. Die leuchten total klasse. Ist so ein, steht Puder drauf. Deswegen zum Puderfüllung wohl. Sind also wirklich klasse. Ist auch wirklich klasse zum Lesen. Denn ich habe ein paar andere, die sind relativ schmal. Da kannst du zwar leicht was mit markieren, aber das hier ist doch im Längen besser. Hat auch gute 4 Stunden stramm Licht gemacht und danach immer noch sehr angenehm nutzbar. Hier ein Gummi für den Wassertransport war jetzt mal so mein Gedanke. Der erste Gedanke. Ich hätte auch eine Plastiktüte reintun können. Ich hätte gern Zipbeutel genommen. Das Problem ist bei der Größe, wenn du einen Zipbeutel haben willst, mit dem du was transportieren willst, stehen dir nachher der Verschluss steht dir nachher in den Füßen. Das macht also keinen Sinn. Da machst du mehr kaputt, als wie du nachher gewinnst. Deswegen habe ich schon mal den Gummi reingelegt. Nimmt auch viel Platz weg. Ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich bin ja noch da ein bisschen am Schauen. So, und zu guter Letzt hier ein Alkopad. Ganz normale Desinfektion zum Anzünden von Feuer, wenn es nicht mehr funktioniert. So, und hier unten klappe ich gerade mal um. Moment. So, ein bisschen Schleifpapier für Messerchen nochmal anzuschleifen. Was auch immer. Und hier noch eine Ersatzklinge. Auch hier vorne nochmal abgetaped, dass man sich gleich in die Finger schneidet. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal zwei andere Klingen bekommen. Für Ceranfeld und so. Die habe ich von Glaser gekriegt. Die sind hier vorne schon mit so einem selbstklebenden Papier zu und haben hinten so ein kleines Metallgriffchen. Kannst also, wenn die eine Klingenseite aufgebraucht ist, aufmachen, umstecken. Ja, werde ich mir die Tage noch eine Handvoll holen. War jetzt ein bisschen krank zu Hause. Da konnte ich da nicht mehr vorbeifahren. Werde ich jetzt aber machen. Ich finde die anderen Klingen wesentlich besser, denn die hier sind relativ scharfkantig. Da bist du also ständig da am Schleifen, dass du den hier schon die Finger aufschneidest. Es sind auch 4 cm Klingen. Die anderen, die 6 cm, passen nicht wirklich rein. Denn die Dose, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier, die hat so einen Falzrand. Und das funktioniert dann halt gescheit. Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, dass euch das Kit so gefällt. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, wie immer einfach in die Kommis oder per PM. Mal sehen, was jetzt noch als nächstes kommt. Ich denke, ich werde die Tage noch ein Video von dem hier machen. Mit dem passenden Pflaster-Equipment, Salben-Equipment dazu. Und dann die etwas größeren, den in der Trangia-Dose, das wird ein bisschen gröber, da brauche ich ein bisschen länger Zeit. Gut, das war's, also bis denn dann, ciao!